Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Miris Unlichtarena. Wir dürfen jetzt weiter ins nächste Gebiet und ich würde sagen, wir machen das auch direkt mit meinem neuen Team. Ha, du wirst eine neue Arena-Leiter sein. Schön, dass du dich endlich vorstellst. Ich denke, du möchtest in das andere Distrikt. Dann legen wir doch direkt los. Dieser Ort ist deine Arbeitsfläche. Viel Platz hier für jedes Gebäude, das du dir wünschst. Wer auch immer, es gibt drei Gebäude, die du nur dort platzieren kannst. Das Museum, die Fabrik und Landmarkpläne können nur hier verwendet werden. Sie sorgen für drastischere Veränderungen der Landschaft als die anderen drei Pläne. Also müssen wir sie von der Bevölkerung etwas entfernt bauen. Sie verändern auch drastisch deinen Paycheck. Also behalte das im Hinterkopf. Aha. Jedes wird ein Faktor verringern, während es die anderen dramatisch erhöht. Oh, wir haben hier auch drei Gebäude, die du nutzen kannst. Das Einkaufszentrum hat viele Items für dich. Der Gentleman vor dem Zensusgebäude kann dir alles über Projekte erzählen oder welche Gebäude du bauen solltest. Und zum Schluss kannst du auch Pläne für Fabriken, Museum und Landmarks kaufen in dem kleinsten Gebäude. Ich freue mich schon auf die Entscheidung, die du triffst. Okay, spannend. Ja, warum sind hier schon wieder so viele Häuser? Das kriege ich ja niemals alles gebaut. Okay. Was kann ich hier machen? Starterpark. Oh, wild. Okay. Dann schauen wir uns doch mal um. Gut, da kann ich schon mal nicht durchlaufen. Was kann ich denn hier kaufen? Wie viel kosten die Sachen denn? Aha. Mhm, die Fabrik kostet am meisten. Alles klar. Nein, mehr möchte ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, nicht genug Geld. 3000, das reicht, denke ich, nicht. Nun. Was haben wir dann hier noch? Ah ja. Hi. Das Einkaufszentrum. Guten Tag. Was kann ich denn hier Schönes kaufen? Überreste. Oh, hier kann ich richtig coole Items kaufen. Okay, okay. Ich meine, hat er ja gesagt, also war zu erwarten. Bisschen leer die Regale. Oh, und coole Attacken. Die alle viel zu viel Geld kosten für mich. Nun, okay. Schön, dann haben wir mal geguckt, was es hier so gibt. Man kann seinen Stand also sehr ausbauen. Aha. Aha, so ein Landmark, also ist für Tourismus. Was ist das? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Gut. Also, was es übersetzt bedeutet, weiß ich aber nicht, was es im Spiel bedeutet. Oh, kann man hier viele Gebäude bauen? Okay. Alles klar. Tja, ich würde sagen, wir gucken mal wieder in die Arena. Aber ich kann nicht immer noch nur drei Pokémon mitnehmen. Ich fürchte es fast. Und mit fast meine ich, bin mir ziemlich sicher. Da müssen wir mal ein paar aus dem Team tun, die leider nicht mitkommen dürfen. Ich würde dich gern mitnehmen, aber du kannst leider noch keine passende Attacke. Tut mir leid. Innerer Fokus. Ah, der wäre halt auch nicht schlecht, aber es kann, glaube ich, noch keine Kampfattacke. Hm. Balui entwickelt sich bald, deswegen hätte ich das auf jeden Fall gern weiterhin dabei. Wir machen jetzt mal einen Tag mit den drei. Vielleicht darf ich auch vier mitnehmen, wenn ich vier mitnehmen darf.
inzwischen, dann würden wir es anders machen, aber ansonsten machen wir das so. Kann ich eigentlich hier Spitznamen ändern? Nein. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wo ich Spitznamen ändern kann. Das tut mir ein bisschen leid. Ansonsten, ab morgen gibt es ein neues Projekt, das täglich kommt. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, das täglich zu machen. Das hier mit meiner Arena. Weil ich ja doch jeden Tag so ziemlich das gleiche mache. Aha. Oh. Oha. Okay. Wir haben was zum Leveln. Trotzdem, wie gesagt, ich glaube, es macht keinen Sinn. Was? Sie hätte ja ein bisschen angemesseneres Level haben können. Okay, es verletzt sich selber, okay. Ha, wild. Das ist ja anders wild, okay. Ja. Ja, das sehe ich mich bei diesem Kampf. Das ist ja toll. Also, da wir jetzt diesen spannenden Kampf haben. Oh nein, warum habe ich Abschlag gemacht? Von allen Attacken nehme ich einfach Abschlag, was die einzige, das einzige Ding wegmacht, das ihm wirklich Schaden macht. Das ist so traurig. Wo war ich? Ach ja, das hier wird nicht mehr täglich kommen. Dafür startet morgen ein neues Projekt, das glaube ich ziemlich cool ist. Da unbedingt vorbei. Da könnt ihr dann auch eure Spitznamen da lassen, weil ich habe keine Ahnung, wo man das hier verändern kann. Es tut mir leid. Ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ihr kommt jetzt, wenn ich Zeit habe, mal wieder aufzunehmen, wenn ich... Weil das sind ja keine normalen, relativ kurzen Folgen. Da sitze ich ja in einer Folge bestimmt eine Stunde oder so mit Schneiden und Aufnehmen und allem. Quash. Was ist Quash für eine Attacke? Ah. Okay. Ich wusste nicht, dass die Level 50 sind. Ich meine, eine Erstschlagattacke ist cool, aber eine 70er Stärkeattacke ist auch cool. Vielleicht sollen wir Abschlag einfach dafür wegtun. Aber das mit den, zum Leveln ist anders wild. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich Dinge anders getan. Warum habe ich... Ich meine, ich dachte, die wären auf einem angemessenen Level und nicht Level 50. Das ist schon krass. Ich hoffe, ich habe nur 3 Stück ausgewählt. Sagt mir bitte, dass ich nur 3 Stück ausgewählt habe. Das Schöne ist, wir kriegen so Baloo entwickelt. Yay! Glaube ich. Kann ich den Kampf aufgeben? Schön, es kriegt jetzt von allem Schaden. Das ist doch nett. Und jetzt mache ich ihm noch mehr Schaden, dadurch, dass es vergiftet ist. Oh, guckt euch das an, weil wie viel der Venoshock einfach Schaden gemacht hat. Das Schöne ist, mein Toxin macht ja immer mehr Schaden mit jedem Mal. Das ist ganz nett. Aber schön, das ist super praktisch zum Leveln. Das ist sehr schön, dass sie das drin haben. So, auf Wiedersehen. Jetzt fehlt nur noch eins. Yay. Und dann machen wir mal wieder einen Tag in der Arena und gucken, ob sich da was geändert hat an den Trainern. Wie stark die jetzt sind. Sucker Punch. Tiefschlag. Bis für Sucker Punch. Ich finde, das ist eine gute Alternative oder so. Mal auf Level zu kriegen. Da fehlt noch eins. Stop it! Sag mir, hör auf! Nein! Oh. Wir wechseln jetzt durch, dass alle drei gleichmäßig XP bekommen. Das ist nicht nur ein Pokémon, weil sonst ist der hier gleich Level 36 oder so. Wobei... Die anderen sind auch Level 34, 35... Bringt es fast nichts. Wir machen es trotzdem. Das Schöne ist, nach diesem Kampf wird Baloo sich entwickeln. Es muss doch irgendwo eine Warnung geben. Achtung, diesen Level 50. Alles andere ist immer an die Level angepasst von meinen Pokémon.
Aber die Hytera zum Level nicht? Das macht gar keinen Sinn. Respekt, Shelly. Aber wir haben es fast besiegt, dank dem Gift. Und dank meinen äußerst fähigen Pokémon, die natürlich definitiv dazu beigetragen haben, das hier zu besiegen. Ich bin mir da ganz sicher. Level 50. Mm-hmm. Nein, Level 36. Es kann... Horrorblick. Nee, ich glaube nicht. Ich wusste es nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich mein ganzes Team mitgenommen. Oh, Himmels Welt. So übertrieben. Einmal gelevelt, direkt 10 Level höher. Das ist schon sehr krass. Krass, ich kann nicht mehr reden. Vor lauter Leveln. Genug Baloui, dankeschön Baloui. Oh, was? Baloui entwickelt sich. Damit hätte keiner gerechnet. Damit hätte ihr nicht gerechnet, ne? Niemand hätte damit gerechnet. Cool. Team Totenkopf. Go. Flammenwurf, okay. Okay, Flammenwurf nehmen wir doch gerne. Oh nein, was tue ich dafür weg? Eigentlich nichts. Aber Flammenwurf ist schon cool. Aber ich kann nicht den Venuschock wegtun. Es geht eigentlich nicht. Es tut mir leid. Es macht... Es, ah! Kann ich 5 Attacken haben? Ja, Level 30, okay. Oh, ich kann irgendwo Glückseier kaufen. Das ist doch nett. Na gut. Ich würde sagen, mein Team sollte für die Arena gewappnet sein. Wenn da jetzt wieder das Stollrack kommt, habe ich natürlich wieder ein Problem. Aber wird schon. Rob. Rob? Hat ein Smetgo. Gut für Rob. Ich meine, es könnte schlechtere Pokémon in der Unlicht-Arena geben als das Smetgo, bestimmt. Rob hat auch ein Bibor. Gut für Rob. Ich habe allerdings einen Vogel, der isst gerne Bienen zum Frühstück. So, hier. Ist die Biene. Die Wespe. Eher eine Wespe. Ist egal, es ist schwarz-gelb. Das ist meinem Vogel egal. Naja. Gib mir all die Insekten. Das ist ein gutes, proteinreiches Frühstück. Sehr schön. Vielen Dank. Hat noch jemand irgendwelche neuen Pokémon? Ich... Danke für deine Wortwitze. Sie riecht den Sieg. Da bin ich mal gespannt. Die Trainer sollten jetzt alle stärkere Pokémon haben. Aha. Warte. Ist da nicht der eine Typ, der immer sagt, er leiht sich das Pokémon von seiner Schwester aus? Ist das das? Ist das seine Schwester? Oha. Aha. Das er... Warte, warum bist du nicht zurückgeschreckt? Nee, warte. Ach, er hatte zuerst angegriffen. Okay. Na gut, es sei dir gestattet, zuerst anzugreifen, wenn du schneller bist. Ausnahmsweise erlaube ich das. Dankeschön fürs dreimal treffen. Kennen wir die Trainerin schon? Wie gesagt, ich glaube, ich kenne nur das Pokémon Florges. Ach du Kacke. Okay, wir kennen die Trainerin schon, aber da hatte sie noch ein Flabébé. Die sind jetzt also alle stärker. Nun. Gibt es Florges eigentlich wirklich schon auf Level 32? Irgendwie bezweifle ich das. Ich glaube, die cheatet. Ich google das jetzt. Ich google jetzt und stelle fest, dass sie cheatet. Oh nee, okay, sie cheatet nicht. Das entwickelt man mit einem Stein. Ich wusste das nicht. Ich habe noch nie ein Florges entwickelt. Nun. Gut zu wissen. Äußerst wild. Cherim.
würde ich doch sagen, Vögelchen. Leider hat das keinen Entwickler. Hat... Doch, ach, okay. Anderes Pokémon. Hä? Sieht das anders aus als sonst? Ich bin heute konstant verwirrt. Hat das nicht andere Farben oder sieht das in dem Sprite nur so aus? Das kann auch so... Nein, das hat andere Farben. Das hat andere Farben als sonst. Oder sieht in dem Sprite nur sehr seltsam aus? Das weiß ich natürlich nicht. Oh, das ist eine regionale Form. Haben wir schon ein paar. Oh nein, ein Arena-Orden bitte. Das ist der mit dem Dragonier. 5 Euro, dass er jetzt einen Dragoran hat. Okay. Gut. Ah, das ist immer noch Level 24. Puh. Das erleichtert mich. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Er hat noch nicht gelevelt ab. Ah. Flöte. Ich habe gerade schon gegen Florges gekämpft, aber jetzt gibt mir auch noch die Flöte. Ist okay für mich. So, der arme Kerl kriegt nie wieder seinen Orden. Die Frage ist, kommt der Typ mit dem Stollrack überhaupt noch? Weil ich meine, er hat jetzt seinen Orden. Also theoretisch sollte er nicht wiederkommen als Arena-Herausforderer, oder? Das würde nur Sinn machen. Oh, du bist viel zu süß, um dich einfach so anzugreifen. Oh, du kriegst so viel Schaden. Ja, ein Supertrank wird das bestimmt retten. Nun. Armes kleines Ding. So, wer kommt als letztes? Hoffentlich nicht der Typ mit dem Stollrack. Aber er darf nicht mehr. Das wäre illegal. Das würde mich echt interessieren. Ich meine, bisher haben wir ihn nicht wieder gesehen, aber ich habe bisher auch noch nicht wieder gekämpft. Level 35. Immer diese Party so voll overleveled sind. Was soll denn das? Elektroball. Das war ganz schön viel Schaden. Oh, ich habe aber auch ganz schön viel Schaden gemacht. Aha. Okay, er hätte mich wegmachen können. Stattdessen hat er lieber sein Schild rausgeholt. Oh. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit den Attacken, die es hat. Uff. Hätte ich mal lieber die Attacke behalten. Die Gesteinsattacke wäre jetzt sehr praktisch. Aber ich finde es cool, dass man die Trainer wieder sieht und sie einfach leveln. Sie wollen sehr dringend den Orden. Sie wollen unbedingt in die Pokémon-Liga, aber sie dürfen nicht. Toll. Nicht vergiften. Dankeschön. Oh, das war ein Crit. Okay. Hör auf mich zu beißen. Zum Glück bin ich nicht nochmal zurückgeschreckt. Das wäre auch fies. Schade, dass Kramschaft keine Erstschlagattacke hat. Das wäre in dem Fall hier gerade sehr praktisch gewesen. So, Ricky. Das war der letzte Herausforderer für heute. So. Dann gehen wir mal und gucken, ob meine Leute irgendwas zu sagen haben. Nein. Soll ich mit ihnen trainieren? Was bedeutet es, wenn eine Schönheit immer in die Arena kommt, um mit mir zu reden? Ich will nichts überstürzen, aber ich glaube, ich trainiere heute nicht mit den Trainern. Okay. Ich gehe auch heute einfach nur schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ein guter Tag. So, aber jetzt kann ich hier schön Pokémon leveln. Das ist schon mal sehr praktisch, weil das Team muss gelevelt werden. Das ist definitiv nicht schlecht. Die zwei wären schon cool auch noch im Team. Für später. So als Ergänzung von den Typen. So, du kommst mit. Und du kommst auch mit. Wobei, wenn ich den im Team habe, brauche ich halt das hier nicht mehr unbedingt. Aber das kann ich erst ins Team nehmen, wenn es voll entwickelt ist. Weil es dann normalerweise Finsteraura lernen kann. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das hier auch gilt.
Ja, na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zum neuen Projekt wieder und ansonsten zum nächsten Mal, wenn ihr ein Video von mir in meiner Arena kommt. Bis dahin, macht es gut und Mirio.